Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und guckt euch mal den Ramses an. Der war gestern wieder im Fight Club, ne? Wie der aussieht, richtig dressiert. Das ist ja wieder was anderes. Aber das war letztens ja schon mal so und alle Leute so, Alter, was hast du denn gemacht? Was ist mit dir denn passiert? Die Lösung ist ganz einfach, ich lag im Bett und hab geschlafen. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie kriegt man dann so eine Nase? Das ist ganz normal, wenn ihr einen Adi zu Hause habt, der immer ums Bett rumwuselt und frühst denkt, den muss ich jetzt aufwecken, pirscht sich an und beißt euch einfach die Nase ab, um euch zu wecken, um euch zu sagen, steh jetzt auf, du Penner. Dann sieht das so aus, ne? Jetzt habe ich ihn gefüttert, jetzt ist er wieder brav, jetzt ist wieder alles super. Aber ich weiß trotzdem nicht, was das ist. Habe auch in Facebook vorhin ein Bild gepostet, sah wirklich heftig aus. Die Leute alle so, ja, du musst mit dem kuscheln und du musst ihm auch Aufmerksamkeit geben, du musst ihn streicheln und ihm Liebe geben, aber jeden Abend guckt er mit mir doch zusammen Film, wir sitzen auf dem Sofa, er legt sich immer auf mich drauf, er brötet, würde Sandra jetzt sagen, also er schnurrt, ich streichel ihn, er schläft dann da ein. Sobald ich dann mal das Sofa verlasse und aufs Klo gehe, kommt er gleich hinterher gerannt, hüpft ins Waschbecken rein, legt sich da hin, schmust da rum, beobachtet einen. Und spätestens wenn ich ins Bett gehe, legt er sich entweder vors Bett oder kommt dann ins Bett reingekuschelt, legt sich auf einen drauf, immer den Arsch schön ins Gesicht oder an den Hals, dass ihr schön den pelzigen Hoden im Gesicht habt. Und er kriegt eigentlich Nähe oder er nimmt sich seine Nähe immer. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. Zweite Theorie wäre gewesen, er braucht Beschäftigung, du musst mit ihm spielen. Aber der Adi hat mittlerweile so einen Hängebauch, wie ich ungefähr. Man kann uns zwei schon kaum auseinanderhalten. Als ich letztens mit dem gespielt habe, nach 5 Minuten hat er nur noch da gehangen, auf dem Rücken gelegen, hat nur noch seine Pfoten ausgestreckt, hat aus dem letzten Loch gepfiffen, hat geröchelt wie sonst was. Wenn ich es schaffe, das Video auf den PC zu schieben, kann ich das mal kurz zeigen, was das Ende vom Lied war. Wenn ihr 5 Minuten mit dem spielt, dann sieht das nämlich so aus. Also von daher gehend müsste der eigentlich auch etwas ausgelastet sein und ich denke einfach, ja, der ist halt ein kleiner Satansbraten, deswegen kommt er immer an, beißt einen in die Nase, weil er total verrückt ist. Vielleicht fehlt ihm aber auch einfach nur eine Partnerin, wo er seinen pelzigen Hoden dran reiben kann oder irgendwas anderes. Das müssen wir mal gucken, wann vielleicht Sandra ihre Katze mitbringt, dass wir die hier vereinen können, damit dann 2 Katzen da sind, die mir in die Nase beißen oder eine links, eine rechts ins Ohr, das geht ja auch. Die sprechen sich da sicherlich ab. Heute wollen wir aber noch ein paar Entwicklungen machen, beziehungsweise wollen nochmal diese Tauschentwicklungen testen. Da gab es ja noch ein paar Pokémon für Meistergriff, haben wir das ja schon durchgeführt. Das dieser riesige Fels, den haben wir so entwickelt mit Bonbons, weil ich das ultra genial fand und weil ich das, was ich hatte, entwickeln wollte, weil es auch ein gutes Level hatte und weil es auch relativ gute IV hatte. Deswegen habe ich das mit Bonbons entwickelt, aber 2 Stück standen noch auf der Liste, die ihr so auf jeden Fall machen könnt. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz hier rein. Eigentlich müsste hier eine Tauschanfrage jetzt da sein vom Bjuffing. Genau, ihr seht, 199 Freunde. Morgen ist der C-Day, 40 Anfragen. Morgen wird gelevelt, das sage ich euch. Morgen, es sind so viele Leute da, so viele Sachen, die man machen kann, die aufsteigen, wo richtig was abgeht. Ich glaube, danach habe ich 50 Freunde weniger. Wir geben jetzt aber erstmal hier das rüber, das habe ich nämlich schon beschriftet. Dafür gebt mal halt hier das Farbigel ab, damit ihr seht, wie das hier ankommt. Wieso kostet das jetzt 800? Hat er noch keinen Farbigel oder was? Bruder, na das kann auch nicht sein, ich weiß es nicht. Ein Spezialtausch. Vielleicht gebt man auch doch keinen Farbigel ab, weil das zu teuer ist. Wir geben einfach das Slimer ab. So, das kostet nämlich nur 100, dann passt das wieder. Gut, der kleine Account hat keinen Farbigel, da mache ich ja auch nie was. Wir tauschen auf jeden Fall das, wo ich schon wieder überhaupt nicht weiß, wie das überhaupt heißt. Aber das gucken wir uns gleich an, denn wir machen den Namen weg und entwickeln es direkt.
Das ist nämlich eins, was ihr auch für mit 200 Bonbons entwickeln könntet. Oder ihr tauscht es und entwickelt das einfach kostenlos. Das ist nämlich ein Laukaps. Jetzt seht ihr hier, tauschen abgeschlossen, deswegen 0 Bonbons. Und wir entwickeln das Laukaps zu irgendwas anderem. Das ist doch auf jeden Fall ein unnützes Pokémon, oder? Damit macht man doch nichts. Ich könnte es ja wirklich verstehen, wenn die richtig heftigen, brutalen Pokémon 200 Bonbons brauchen zum Entwickeln. Aber dass sowas, was halt eigentlich wirklich nur ein Pokédex-Eintrag ist, nur so ein Lückenfüller, dass ihr für sowas 200 Bonbons bräuchtet. Ich meine, gut, auf der anderen Seite kann man sagen, Kavalanzas, also richtig sehr speziell auf jeden Fall, mit einem blauen Rücken, wenn das shiny ist, hat es bestimmt was anderes. Sieht auch ähnlich aus wie Bieber, oder? Hat hier 3 Zacken, fertig. Nehmen wir mit auf jeden Fall, Kavalanzas und haben jetzt noch das andere, da gehen wir nämlich gleich nochmal drauf. Ich meine, ich könnte es verstehen, wenn jetzt hier Kaumala zum Beispiel auch das hätte. Dann würdet ihr jedes Mal einen Kaumala rübertauschen und könntet gleich direkt ein Knackrack draus basteln, beziehungsweise aus Knaxel Knackrack. Und das wäre vielleicht auch wieder zu heftig. Aber könnt ihr ja trotzdem bei den anderen, also bei den guten Pokémon. Die guten Pokémon, die gehen ja trotzdem einfach so durch den Tausch. Wir nehmen mal hier noch das Bisasam und hier das, dieses Knutschdings. Ich habe keine Ahnung, wie die neuen heißen. Egal, wir tauschen das auf jeden Fall auch rüber. Tun da auch mal den Namen wegmachen. Gucken uns dann an, was das wird. Achso, ich muss noch bestätigen. Nee, muss ich nicht. Es hängt schon wieder. Mann! Jetzt geht's auf jeden Fall. Und es ist Lucky geworden. Warum, Bruder? Obwohl, das ist gut. Da habe ich da wenigstens schon den Lucky-Eintrag weg. Ich habe das auf dem anderen Handy schon gesehen. Da ist es schon fertig. Bufing, versandte Ramses. Kümmere dich gut um Ramses. Hey, Ramses ist glücklich. Wir machen mal den Namen weg. Beziehungsweise wir bewerten auch mal kurz. Ja, ist okay. Das ist cool. Da habe ich nämlich jetzt... Ach, jetzt geht der Name wieder nicht weg. Da habe ich nämlich jetzt gleich den Lucky-Eintrag auch weg von dem Vieh. Und kann das jetzt auch entwickeln natürlich. Schnuthelm zu wieder irgendwas anderem. Aber das ist, glaube ich, auch ein unnützes Pokémon. Ich glaube, damit macht man halt auch nichts. Und das müssten eigentlich die 4 Sachen gewesen sein, die ihr durch einen Tausch kostenlos entwickeln könnt. Schnuthelm, das Wasserding, was davor war. Dieser große Brocken, der aus Kiesling entsteht. Und Meistergriff, genau, von Praktibalk. Wir haben ein Hydragiel, sogar als Lucky. Lucky Hydragiel. Das sieht eigentlich cool aus, wie das so dasteht und guckt und wie hinten das so rumflattert, aber... Ja gut, das heißt cool. Trotzdem seltsames Pokémon. Ich weiß nicht, ich kann mit den neuen Sachen einfach trotzdem nicht so viel anfangen. Ein Käfer-Pokémon, ihr seht, relativ wenige WP, aber der Bogen ist ja auch gerade mal bei der Hälfte. Wie findet ihr die neuen, Trade-Entwicklungen? Was ist euer Lieblings-Pokémon von den 4 Trade-Entwicklungen? Meistergriff! Schreibt also alle Meistergriff unten rein, wenn das so ist, oder wie man den darüber ausspricht. Wie findet ihr das, dass man Gutes so entwickeln kann und Schlechtes so entwickeln kann? Würdet ihr lieber nur Gute auf diese Art und Weise haben wollen, oder ist das vollkommen egal? Ich weiß auch nicht, ich glaube, die 2 von heute, die kann man sich wirklich sparen, sind wirklich nur Pokédex-Einträge. Die 2, die wir schon entwickelt haben, dieser Brocken und das Kampf-Pokémon Meistergriff, die sind auf jeden Fall nützlicher und da ist es natürlich was Gutes, wenn ihr da tauscht, vielleicht dann ein Lucky bekommt und dieses Lucky dann kostenlos entwickeln können. Mal gucken, welche Pokémon noch eingeführt werden oder bei welchen Pokémon das noch umgeändert wird, denn auch die alten aus der Generation 1 wurde ja eingeführt, auch bei Gengar, bei Machomai, bei Simsala. Dass ihr die eben alle jetzt entwickeln könnt, kostenlos, nach dem Tausch, ohne Bonbons. Vielleicht wird es auch noch bei anderen eingeführt, wo es ganz nützlich ist. Die aus Generation 1 sind auf jeden Fall alle, die ihr so entwickeln könnt, nützlich, sage ich jetzt einfach mal. Hier sehe ich nur 2 nützliche und 2 unnütze, aber das ist ja noch nicht alles. Da ist noch Potenzial da, dass dann noch was anders gemacht wird.
Und ja, das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite aus. Wir müssen heute nämlich noch vorbereiten auf morgen. Ich muss meinen Beutel noch ausmisten. Morgen also der C-Day. Morgen versuche ich auch beim C-Day die erste halbe Stunde wirklich mit dem Handy live zu streamen. Beim C-Day mit Sabrina Perücke rumzulaufen, zu spielen, gucken, ob ich einen Shiny bekomme. Und während der ersten halben Stunde, dass alle Levelaufstiege durchgehen, alle Levelaufstiege gemacht werden, dass ihr schön aufsteigen könnt. Deswegen bitte ich euch, heute Abend schicke ich nochmal allen Leuten, wo noch 2 Tage stehen, die kriegen von mir alle heute Abend noch ein Geschenk, was sie bitte morgen öffnen, denn ich werde heute eure öffnen, dass eben nur noch ein Tag dasteht und dieser eine Tag der morgige ist, sodass ihr morgen um 11 schön alle mein Geschenk öffnen könnt. Ich öffne heute eure und wer halt nicht öffnet morgen, wo noch ein Tag dasteht, werde ich dann spätestens ab 11.15 Uhr oder so, denke ich mal, reingehen und werde da selber auch die Geschenke öffnen von den Leuten, die noch nichts gemacht haben. Also seht bitte, dass ihr relativ zeitnah um 11 öffnet, außer an eurem Buddy steht jetzt was anderes dran, nämlich Levelaufstieg am so und so vielten und ein ganz anderes Datum, dann weiß ich ja, dass ihr den C-Day nicht spielt oder nicht spielen könnt, falls ihr wirklich morgen keine Zeit habt, das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Wer sowieso C-Day, Aufstieg, Levelaufstieg dran stehen hat, der wird morgen geöffnet. Ich bitte euch also, macht alle die Geschenke auf, ich öffne eure heute Abend, schick euch noch welche, die ihr morgen öffnen könnt und dann gucken wir mal, wie viel EP wir morgen machen in der halben Stunde mit den Levelaufstiegen. Diesmal müssen wir gucken, wie viele am Anfang da sind und am Ende. Das wird bestimmt richtig genial, denn so viel hatte ich, glaube ich, noch nie. Habe ja jetzt erst angefangen, das alles so zu machen. Ich habe ja sonst einfach wirklich auch bei einer Raid-Stunde mal 2, 3 Aufstiege gemacht. Oder wenn einer gesagt hat, wir wären beste Freunde, komm, wir machen den Raid zusammen, steigen auf. Aber diesmal habe ich wirklich gesammelt und es sind wirklich viele beste Freunde, viele Hyperfreunde und sogar etliche Superfreunde dabei. Deswegen, ich bin gespannt, was das morgen wird und wie der C-Day vor allem trotzdem generell verläuft, ob es viele Shinies gibt, Plinfa, ja gut, sieht jetzt nicht so spektakulär aus als Shiny, aber Hauptsache es macht Spaß, wieder rumzulaufen. Tobi ist auf jeden Fall morgen auch wieder dabei, Fischi, denke ich mal, wird am Start sein, Pupsi ist da und mal gucken, wen wir noch alles treffen, vielleicht den Deferis, der immer mal auftaucht, dann wieder verschwindet. Das sehen wir aber alles morgen, also bis dahin, peace out, Vorhaut und passt auf, wenn eure Katze euch zu nahe kommt, lasst euch nicht in die Nase beißen, guckt euch das an. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.